Im heutigen Video schauen wir uns eine ganz besondere Location an, und zwar ein komplett eingerichtetes Haus inklusive einer wunderschönen weißen verfallenen Couch-Ecke. Dieser Ort hat uns wirklich beeindruckt, denn hier steht wirklich alles genau so, wie es damals zurückgelassen wurde. Keine Graffitis, keine Schmierereien, lediglich die Natur, die sich dieses Gebäude langsam wieder zurückerobert. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Lego Mio. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der Tisch, alles ist runtergebrochen, der Kronleuchter hängt auf 7:30 und trotzdem ist hier einfach noch alles da. Doch es gab einen Moment, in dem wir ein richtig, richtig schlechtes Gefühl bekommen haben. Hey Leute, wir haben ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Ich zeige euch mal rum. An dem Haus leuchtet einfach Licht. An dem Haus brennt einfach Licht. Okay, das ist jetzt wirklich irgendwie sehr merkwürdig. Doch wie das ausging, das erfahrt ihr später. Aber wir konnten noch rausfinden, wer in dem Haus gelebt hat. Da ist schon Honig. Krass, einfach nur Honig, Leute. Wer hat hier gelebt? Ein Imker. Da hinten steht eine Honigschleuder. Ja. Und da hinten steht ein Inka-Schrank, also ein Kühlschrank. Der wurde umgebaut zum Wärmeschrank, um Honig zu machen. Also quasi das Haus des Imkers. Genau. Oder es war eine Imkerin. Weil oben sind nur Bilder von Frauen. Wie ihr gehört habt, gibt es zu dem Haus auch eine Geschichte, doch die erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe wie gesagt keine Ahnung, ne? Ob das jetzt was ist oder nicht. Naja, egal. Ich will einfach noch nichts. Das sind Gardinen drin. Das sind Gardinen drin. Da unten steht's offen. Oh, es sind wirklich Gardinen drin. Alter, geil. Ah, es gibt doch einfachere Zugänge wahrscheinlich. Alter. Alter, das muss schon Ewigkeiten lost sein. Oh. Oh ja. Okay, es sieht nach Einrichtung aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Lego Mio. Alter, das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Guckt euch diese Perle an. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Ey, hier ist ja alles noch da. Okay, also das ist unerwartet tatsächlich. Guckt euch mal diesen richtig geilen Schrank hier an. Gardinen in den Fenstern und halt der komplette natürliche Verfall. Couch-Ecken, wie ich es liebe. Dann der Tisch, alles ist runtergebrochen, der Kronleuchter hängt auf 7:30. Und trotzdem ist hier einfach noch alles da. Und hier hört es einfach nicht auf. Esszimmertisch haben wir hier. Ich muss direkt anfangen zu moderieren. Ich muss direkt meinen Eindruck mit euch teilen. Eine schön grüne Küche hier. Auch noch voll eingerichtet. Alles da. Deko an den Wänden. Alter. Also das ist mal wieder so ein Ort, wo ich euch sag, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass das dann so schön ist. Vor allem auch wieder alles aus edelsten Materialien. Schön verarbeitetes Holz. Der Schrank, ne? Gar kein Verfall und dann guckst du hier rüber. Und siehst einfach das. Ich bin ehrlich, das ist ein wunderschöner Ort. Und ich werde jetzt auch die Kamera ausmachen und Fotos machen. Klar, noch ein bisschen durchwühlt, aber guckt euch das mal an. So geile Gardinen und hier einfach das Schlafzimmer. Bett auch noch gemacht, aber halt sehr viel Gerümpel drauf. Ich denke nicht, dass das viel Vandalismus ist, sondern damals, wo das Ding verlassen wurde, wahrscheinlich Sachen rausgeräumt wurden, aber guckt euch das an. Die Kleider noch alle, so gut wie sorgfältig in den Schränken drin. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist ein wunderschöner Ort, so wie man sich ihn vorstellt. Krass. Allein alles hier aus Holz gemacht, diese Buntglasfenster mit Verzierungen drin und du kommst hier rein und hast einfach die Leon Urbex typisch geile Couch-Ecke. Und ich sage euch ehrlich, ihr wisst, ich liebe Couch-Ecken.
Alter Schwede. Um Gottes Willen. Okay. Alter, das ist geil. Allein die Tür hier, alles so mit Buntglasfenstern. Dort eine Bücherwand. Guckt euch mal an, wie geil das allein ist. Dieser Flur, das Treppenhaus mit den Bildern, den Spinnenweben. Dort die Gardinen, hier das Seil zum Festhalten. Aber es ist sehr einsturzgefährdet. Das sind Details, die finde ich cool. Hätte ich das erwartet? Nein. Wirklich? Nein. Ich bin euch da ganz ehrlich. Kleide ich mit ein bisschen Einrichtung gerechnet, aber... Ah ja, guck mal hier. Ein schönes, buntes, beziehungsweise schön pinkes Badezimmer. Aber was mich wundert, in so einem Badezimmer ist ja Feuchtigkeit drin. Hier ist Stoff verkleidet. Dass das nicht geschimmelt ist. Also ich denke jetzt, ich meine, ihr seht die Decke, schimmelt das Ding so oder so. Aber naja. Gott, sogar die Fliesen sind unstabil. Ja, passen wir mal ein bisschen auf. Oh Gott. Mega, ey. Sieht man es auf der Kamera? Da fährt einfach ein Bauer. Ja, da unten fährt ein Bauer, tatsächlich. Aber trotzdem, guckt euch das mal an. Hier sämtliche Filme, Kassetten, alles voll. Und jetzt hier, bevor ich euch das Große zeige, guckt euch mal diese glänzenden, mit so einem Schimmer, diese Fliesen hier an. Richtig cool. Und hier haben wir eine erneute Couch-Ecke. Beziehungsweise so eine Couch mit Wohnzimmertisch. Und ich denke, ihr seht, wenn ich die Kamera gerade halte, das Ding hängt auf 7:30. Also ich glaube, das ist auch der Bereich, wo unten das Wohnzimmer ist, wo jeden Moment einstürzen könnte. Echt krass unerwartet, ey. So ein schönes Haus, von der Lage und noch so unberührt, echt cool. Hat man definitiv nicht alle Tage. Da auch noch so eine Bücherwand, alles Mögliche. Alles komplett verschimmelt, diese Glasfront. Also das muss definitiv mal ein richtig, richtig schönes Haus gewesen sein. Ich meine, das brauche ich euch nicht erzählen, das sieht man. Oh Gott, da liegt irgendwas Totes drin. Ganzen Dinge an der Wand. Private Fotos sind hier. Wahrscheinlich von der Dame mit den weißen Haaren, die hier damals gelebt hat. Oh Gott, oh Gott. Ich muss aufpassen. Also der Anblick hier gefällt mir mit am besten. Dort noch eine Uhr an der Wand. Und hier dieser geile Flur, beziehungsweise das geile Treppenhaus. Also hat mir der Bauer, ne? Hey Leute, wir haben ganz, ganz ungutes Gefühl. Ich zeige euch mal rum. Da unten sind direkt die Alter, der guckt hier hoch. Aber guckt euch das mal an. An dem Haus leuchtet einfach das Licht. An dem Haus brennt einfach Licht. Alter. Wir haben nichts an der Sicherung gefummelt. Deswegen wundert uns das. Da ist das Couch-Ding drin. Alter. Also muss hier noch Strom drauf sein. Okay, das ist jetzt wirklich irgendwie sehr merkwürdig. Aber wenn wir schon dabei sind, beruhigen wir uns mal wieder und gucken uns diese Schönheit an. Allein wie die Natur sich das zurückerobert, der Sessel. Und da geht's runter zum Nachbarn. An sich richtig schönes Haus, muss man ehrlich sagen. Also das verwundert mich tatsächlich, dass er jetzt... Warte mal. Aber hier geht kein Strom, oder? Nee, ne? Hat noch nicht probiert. Das sieht geil aus, ne? Alles noch sorgfältig in den Schränken drin. Also ich bleib dabei... Das ist wirklich so eine Ausnahme. Das ist so ein Ort, den hat man nicht immer. Vor allem so verfallen und dann so gut wie unberührt mit diesen schönen Möbeln, mit der Couch-Ecke, wie ich sie liebe. Es ist eine Ausnahme. Wirklich. Also das nenne ich definitiv Perle. Für mich ist das eine Lost Place Perle vom Allerfeinsten. Und da bleibe ich auch dabei. Geht hier kein Licht? Das ist schon komisch. Ja, Freunde, also wir haben jetzt mal geguckt. Keine Ahnung, warum das Licht leuchtet. Wahrscheinlich ist Saft auf dem Gebäude, aber hier geht irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht. Also wir sind uns, glaube ich, einig, das wäre ein Bild für die Götter, wenn dieser Kronleuchter leuchten würde, aber habe jetzt bis jetzt keinen Lichtschalter gefunden. Naja, mein Fazit. Was heißt ihr Fazit? Wir sind noch nicht fertig, aber es ist so ein geiles Haus. Wirklich. Ich filme auch nicht viel, werdet ihr gemerkt haben. Ich bin hier sehr viel beschäftigt mit Fotos. Es ist halt einfach so ein Ort, den hast du einfach nicht nochmal. So unberührt und so schön mit dem Verfall. Couch-Ecke, so wie man sich's in einem Video von Leon Urbex wünscht. Couch-Ecke, unberührt, mehr will man nicht. Ne? Ja, wir gucken jetzt nochmal ein bisschen im Detail. Ist unten müsste auch noch was sein, gucken wir mal.
Ja, noch mal gucken, dass ihr seht. Draußen ist es dunkel mittlerweile. War auch schön, das Haus von außen, so im Fachwerk-Style. Nee, es ist tatsächlich ein Fachwerkhaus, wenn man hier guckt. Ein altes, schönes Fachwerkhaus. Und da guckst du hier ins Fenster rein und siehst einfach das. Schöner geht's echt nicht. Die Heizung auch so. Alles so richtig geil hier drin, so reflektierend. Guck mal runter. Auch hier so ein Geländer aus Seilen. Und jetzt bin ich gespannt. Nee, hier ist tatsächlich nur Keller. Oh! Okay. Ein Keller voller Details. Ach, guckt euch das mal an. Alles noch komplett eingerichtet. Chili-Soße, Curry-Soße, Knoblauchsoße, Sahne-Meerrettich, alles da. Alles in den Gläsern noch. Es ist unglaublich. Also das ist definitiv so ein Ort, den hast du nicht nochmal. Das ist auch so krass. Einfach so ein Weinkeller, aber in einer ganz besonderen Art. So als Drehrad, so Wassermühlenrad könnte das sein. Und einfach die Flaschen reingesteckt. Also das ist definitiv ein Weinkeller mit Stil. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und hier, so, ich denke, ich weiß, was mich erwartet, wenn ich da links gehe. Ich denke, so eine Bar vielleicht. Mhm. Aber hier ist einfach ein Dart. Da kannst du einfach Dart spielen. Und ich habe irgendwie Lust auf eine Runde Dart. Probieren wir es mal. Muss ich leider enttäuschen, ich kann keine Runde Dart spielen, weil diese Dartpfeile stecken so fest, die kriege ich nicht mal mit meiner ganzen Kraft daraus. Und bevor ich was kaputt mache, lassen wir das sein. Wäre eh nur eine kleine Spielerei gewesen. Kollege meinte gerade, dass hier ein, wer hat hier gelebt? Ein Imker. Ein Imker. Woher siehst du das? Da hinten steht eine Honigschleuder. Ja. Und da hinten steht ein Imkerschrank, also ein Kühlschrank, der wurde umgebaut zum Wärmeschrank, um Honig zu machen. Okay. Damit der Honig sich konserviert. Okay, krass. Also quasi das Haus des Imkers. Genau. Oder es war eine Imkerin. Weil oder oben so. Sind nur Bilder von Frauen. Ja, ich würde sagen, gucken wir mal. Gehen wir mal hier rein. Ah, da ist schon Honig. Ah, tatsächlich eine Honigschleuder. Es riecht auch so ein bisschen noch, ne? Mhm. Krass, einfach eine Honigschleuder. Ja, hier sind wir im Keller. Alter, hier ist halt noch alles voller Werkzeug, ne? Also es ist ein normaler Werkzeugkeller, aber mit einer Honigschleuder. Bienenzuchtbedarf. Ach, geile Details hier drin. Ja, so sieht ein Ding aus. Wie das Ding funktioniert, keine Ahnung. Ich denke mal, es wurde hier elektrisch gesteuert. Und dann wurde da drin der Honig saftig geschleudert. Damit wir saftigen Honig aufs Brot bekommen. Okay. Das ist komisch. Da steht Garten. Oh, Gartenbeleuchtung. Machen wir Garten aus. Natürlich auch das gute Zeug. Stiel haben wir hier. Ja, krass. Ist das eine Sauna? Ja, das ist eine Sauna. Geil. Gucken wir mal rein. Ah ja, die Sauna wurde zum Schluss nicht mehr benutzt, sondern da wurde Platz geschaffen in der Sauna für Werkzeug. Ja. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, na, Sauna gehe ich eh nicht oft. Ich habe zu viel Werkzeug. Und dann stellen wir es einfach mal rein in die Sauna. So, jetzt erstmal wieder hier rauskommen. Boah, schon ordentlich verschimmelt hier drin. Eieiei. So. Da brauchen wir jetzt nicht reingehen. Da ist ein kleines Badezimmer. Oh ja. Ja, die Tür fängt sich auch schon an zu rollen. Was haben wir denn hier? Ja, ein sehr, sehr alter Kühlschrank. Welcher Marke? Linde. Ein Linde-Kühlschrank, Leute. Echter deutscher Bienenhonig. Oh, sei ruhig, da ist noch Honig drin. Eieieiei. Guckt euch da. Wenn du das jetzt probierst, ich geb dir 20 Euro. Warte. Ach Gott. Boah, das riecht auch, als hätte der Honig schon Alkohol. Obwohl Honig eigentlich nicht schlecht werden kann. Aber wenn er so feucht lagert. Na, da ist auch Honig drin. Ist alles komplett voll mit Honig. Also hat der Name, also hat das Haus den Namen Haus der Imkerin oder des Imkers definitiv verdient. Geil, wirklich, wirklich toll. Auch mal so Details jetzt rauszufinden, nicht nur auf die Einrichtung eingehen. Oh, das ist krass. Und ja, Freunde.
Eine Stielkettensäge ist auch noch am Start hier. Die liegt hier. Wahrscheinlich schon komplett feucht und kaputt. Nee, echt krass. Also, dass es hier doch so viel zu sehen gibt. Trotz, dass es so ein, eigentlich so ein mickriges kleines Waldhäuschen ist, ist es trotzdem wirklich halt, wie ich finde, eine Perle. So eine kleine Perle, die man sich entspannt angucken kann. Die Couch-Ecke, da sind wir noch nicht fertig. Da muss ich euch gleich nochmal kurz nerven und da durchgehen und sagen, wow, 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 geil. Aber ich habe euch schon gesagt, ich verstell mich nicht. Ich zeige euch das. Ich sag euch das so, wie es ist, wie ich es denke. Und dann ist es auch so. Und ja, da wird nichts verstellt. Gar nichts. Ja, dass ihr da Bescheid wisst. Wisst ihr ja wahrscheinlich, sonst würdet ihr nicht meine Videos gucken. Ja, ich würde sagen, wir bewegen uns hoch und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, es ist komplett dunkel. Also hier ist mal so viel beschäftigt mit Fotos, aber guckt euch das mal an. Das hier ist schon festgemacht mit Schraubzwingen. Das sieht so schön aus. Ich gehe jetzt einfach raus ins Nichts und dort leuchtet draußen die Laterne. Ich habe euch nicht so viel gezeigt, aber einen kleinen Blick gibt es noch in die Couch-Ecke. Und zwar ist es dunkel, wir dürfen jetzt wirklich nicht mal ansatzweise kein Licht mehr machen, weil die Nachbarn direkt daneben sind, aber ist halt jetzt so. Das Risiko gehen wir jetzt einfach ein. Und ja, ich würde sagen, wir sind fertig. Wir haben es uns angeguckt. Das ist die Hauptsache. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir noch was sehen oder ob wir rausgehen. So, Leute. Das da interessiert mich jetzt. Nee, warte. Naja, Leute. Ich kann mich aufhören, irgendwie mir das Gebäude anzuschauen. Allein dieser Fachwerkstil, ich finde den so geil. Ne? Oh, eine Shisha. Hier liegt noch eine Shisha. Geil. Also Shisha wurde ja auch ordentlich sich gegönnt, würde ich mal sagen. Die ganzen Bücher, die Stehlampe in der Ecke. Na gut, ne? Es ist und bleibt ein wunderschönes Haus. Alte Schreibmaschine noch. Aber komm. Hammers, Beschammers und Bier. Gehen. Ja, würde ich sagen, Richtung draußen. Okay, Freunde, ihr seht nichts. Ich halte euch gerade eigentlich hier auf die Couch-Ecke. Ihr seht, es ist dunkel. Ich möchte euch einmal kurz mitholen. Ich mache jetzt, also Leon an den Schnitt, bitte Hintergrundmusik aus. Einfach mal hören. Einfach mal hören, bitte. Alter, das ist so schön. Diese Stille, das Glockenläuten in der Ferne. Wir stehen hier mitten auf dem Berg in einem verlassenen Haus, wo einst jemand lebte. Das sind so krasse Vibes gerade. Ich mache mir manchmal selbst so Gänsehaut irgendwie. Das ist so krass. Und jetzt sind die Glocken aus und wir gehen rein. Durch, Leute. Das hier werde ich definitiv nicht mehr vergessen. Und ja, das ist wirklich einfach ein Bild für die Götter. Und ja, komm, wir verlieren keine Zeit und begeben uns Richtung draußen. Okay, Leute, wir sind draußen. Handy-Akku ist leer, nur noch 5%. Hier seht ihr nochmal das Fachwerkhaus mitten im Wald abgelegen. Und ich würde sagen, war wahrscheinlich nicht so viel, aber jo. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, euer Leon Öbex. Ciao.